Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meinen gebackenen Schafskäse mit Tomaten und Oliven vorstellen. Wieder so ein bisschen mediterran, ja, auch fast schon wieder ein bisschen griechisch, jedenfalls sehr sommerlich und ausgesprochen lecker. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder rausgelegt. Wir brauchen hier Schafskäse, 4 Stücke Schafskäse, das wären 4 Portionen, Cocktailtomaten, eine rote Paprika, rote Zwiebeln, ein paar Oliven, entsteint schwarz, Knoblauch, Petersilie und Chili für den kleinen Kick. Außerdem werden wir würzen mit Thymian, Oregano, Salz, Pfeffer, ein bisschen geräucherten Paprikapulver und dann brauchen wir noch etwas Olivenöl. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich beginne mit den Zwiebeln. Zwiebeln einfach nur halbieren, pellen und die Zwiebeln dann nicht so klein schneiden. Denn die soll man auf jeden Fall hinterher sehen. Gerade die roten Zwiebeln sind immer ganz schön, finde ich, auch von der Optik her. Also ich halbiere die einmal und schneide so dann die Scheiben runter, sodass ich so Viertelstücke bekomme. Das reicht auf jeden Fall. Ihr seht es hier nochmal, kleiner soll es auch sein. Dann die Tomaten, hier Cocktailtomaten, die sind sowieso schon klein. Die wollen wir nur halbieren. Auch die will ich noch sehen nachher, die sollen so ein bisschen anschmelzen. Nicht kleiner schneiden, genauso reicht das. Knoblauch, reichlich Knoblauch, muss da rein, finde ich. Und den Knoblauch hacke ich jetzt hier. Ihr könnt auch eine Knoblauchzehe nehmen. Ich finde aber zu diesem Gericht passt Knoblauch gehackt eigentlich wirklich gut. Dann kommt die Paprika auch ganz einfach. Die entkerne ich einfach nur. Und wenn ich das Kerngehäuse und die Kerne entfernt habe, dann schneide ich auch die Paprika in nicht zu kleine Stücke. Auch die will ich hinterher noch sehen. Die sollen nicht verschwinden. Nee, ihr seht hier diese Größe, kleiner sollten sie eigentlich nicht sein. Ja, dann habe ich meine Chili, die Chili hier für den Kick. Ich finde, das passt sehr gut. Ich verarbeite die Chili jetzt hier in diesem Fall nicht ganz, sondern kratze die Kerne und die Plazenta hier, diese weißen Trennwände raus, da sitzt die Schärfe, damit es nicht ganz so scharf ist, und dann hacke ich die Chili klein. Dann kommen meine Oliven, auch die ganz grob nur in Scheiben schneiden. Mehr müssen wir damit gar nicht machen. Die brauchen wir nachher zum Garnieren auch noch so ein bisschen und fürs Gericht. Und wenn ich die Oliven hier verarbeitet habe, dann ist der letzte Schritt an Vorbereitungshandlungen auch schon durch. Nämlich die Petersilie hacken, auch die brauchen wir fürs Gericht und zum Garnieren. Und dann kann ich anfangen. Ich habe hier eine große Auflaufform. Müsst ihr vorher gucken, dass die 4 Käse auch nicht parallel, sondern nebeneinander da reingehen. Also erst die Zwiebeln, dann die Tomaten, dann gebe ich hier meine Knoblauchzehen darüber, die Chili und von dem Rest, den ich jetzt hier habe, jeweils nur die Hälfte, also nur die Hälfte der Oliven, damit wir den Rest zum Garnieren nachher haben. Ein bisschen verteilen, ne? Also Hälfte oder ein paar Oliven jedenfalls überlassen. Paprika genau das gleiche, Paprika dazugeben und ordentlich was überbehalten, ne? Damit wir hinterher mit der Paprika noch ein bisschen garnieren können. Und schließlich die Petersilie. Und auch die Petersilie hier nicht ganz verbrauchen, sodass ihr hinterher noch ein bisschen was zum Abstreuen habt, dass ihr hinterher noch ein bisschen garnieren könnt. Ja, und das war's dann. So, jetzt kommen die ganzen Gewürze dazu. Jetzt gebe ich hier Thymian dazu. Und dann kommt Pfeffer. Und die Pfeffer, das passt ganz gut. Dann habe ich hier noch Oregano dabei und zum Würzen geräuchertes Paprikapulver, gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen geräucherten Geschmack, das passt sehr gut, wie ich finde, und Salz. Ne? Zwiebeln und Tomaten vertragen schon noch gut Salz, auch wenn der Käse nachher noch salzig ist, das geht aber gut. Jetzt mische ich erstmal durch und jetzt gebe ich erst das Olivenöl dazu. Das ist jetzt hier ein bisschen sparsam, fand ich dann im Nachhinein. Ihr könnt ruhig einen ordentlichen Schluck dazugeben, also gebt ruhig ein bisschen mehr dazu. Und jetzt mische ich hier nochmal. Und wenn ich das alles durchgemischt habe, dass die Gewürze und Olivenöl sich gut verteilt haben, dann sieht das so aus. Schon echt lecker, finde ich, oder? Das kann man eigentlich auch schon so als Salat essen. Aber wir wollen natürlich jetzt weitermachen, denn jetzt hier auf unser gewürztes Gemüsebett kommt jetzt der Käse. Und den drücke ich so ein bisschen ein, damit er
so ein bisschen in dem Gemüse verschwindet. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr ihn nicht zerdrückt. Der ist ja ziemlich bröckelig, der Schafskäse. Wenn ihr Schafskäse nicht mögt, könnt ihr auch Bauernkäse nehmen. Der ist nicht so salzig. Ja, und jetzt geht das Ganze hier bei mir Ober- und Unterhitze 200 Grad, 40 bis 50 Minuten in den Ofen und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, riecht mega lecker, sieht mega lecker aus. Ihr seht, der Käse ist ja so leicht gebräunt, dann wird er auch weich. Das reicht auch, mehr müssen wir jetzt nicht machen. Raus aus dem Ofen und jetzt serviere ich eben hier meine 4 Portionen, immer ein Stück Käse. Und dann ordentlich Gemüse dazu. Das riecht auch schon ganz wunderbar. Das ist jetzt ganz weich geworden, hat die Kräuter aufgenommen, die Aromen. Also wirklich ein toller Geruch nach Urlaub. Und verteile jetzt hier das Gemüse so ein bisschen rundherum. Und jetzt garniere ich noch ein bisschen mit dem restlichen Paprika, mit der restlichen Paprika hier. Gebe außerdem oben drauf noch so ein paar Olivenringe. Und als allerletztes nach den Oliven kommt dann nochmal so ein bisschen Petersilie drüber. Und das war's auch schon. Ich habe jetzt dazu als Beilage ein schönes Fladenbrot noch genommen. Das passt sehr gut, finde ich. Kann man ganz gut zusammen essen. Und ihr seht, also hier mein gebackener Schafskäse mit Tomaten und Oliven. Sieht ganz wunderbar aus, schmeckt auch wirklich echt super und ist echt ein schnelles Rezept, oder? Also ich denke, der gebackene Schafskäse hier hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.